Das ist Beobachtung. Da war der Beobachter drin. Was war das? Der Beobachter. Guck dir die alten Türen an. Das sind die Türen. Das sind die Türen. Das sind die Türen? Das sind die Tore, genau. Echt? Das habe ich gesucht. Das ist krass. Und das Krasse, Leute, die konnten im Falle eines Falles, wenn hier die Mechanik, ihr seht hier, nicht mehr funktioniert hat, konnten die gesprengt werden. Und aufgrund ihrer Massivität, 40 Tonnen wiegt so ein Tor, haben die trotzdem hermetisch abgeriegelt. Also man hat täglich an alles gedacht. Krass. Das ist krass. Und hier ist, die Mechanik ist noch da. 40 Tonnen wiegt ein so ein Teil. Ja. Die ist elektrisch gefahren und im Notfall sogar hydraulisch, also eine Handkurbel oder so eine Pumpe. Ja. Oder es konnte gesprengt werden. Hat trotzdem funktioniert. Wenn man genau hinschaut, findet man auch noch Relikte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und hier an dieser Stelle geht es nicht weiter. Der Bereich war, um zu beobachten, nämlich wer hier durch diesen Eingang reinkam. Und wir haben gerade das schwere Tor gesehen, welches hier über die Mechanik in diesem Bereich verbracht werden konnte. Und das konnte sogar gesprengt werden, damit man hier hermetisch das Bauwerk verschließen konnte. Die Belüftung wurde dann sichergestellt über die Filteranlage, die natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, extrem überdimensioniert war. Und auch hier, es funktioniert ja immer so wie eine Gasschleuse. Das Bauwerk war mit Überdruck versorgt. Das bedeutet, dass der radioaktive Sauerstoff ist dann draußen geblieben. Und deswegen muss man das regeln über eine Gasschleuse. Habe ich euch aber bestimmt schon in fast jedem Video erklärt, das mit Bunkern zu tun hat. So, und wir kommen jetzt in das Herzstück der Anlage. Auch hier trotzdem nochmal schwere Bunkertüren. Schaut euch mal hier die Flansche an und die massiven Türen. Und das spricht, glaube ich, für sich, oder? Schaut euch mal das Größenverhältnis von Alessandro an. Der ist ungefähr 1,60. Und die Decke ist ungefähr 3,20 Meter. Ich habe extra als Kleinwüchsige mitgenommen, damit das alles größer aussieht. Was haben wir hier für eine Höhe? 5? Ja. Der Ferenc kann das gut beurteilen, weil er stand immer auf dem 5-Meter-Brett und ist nicht runtergekommen. So, und in dem Bereich finden wir die Treibstofflager. Man riecht auch ganz leicht noch den Ölgeruch. Ich riech Gold. So, ich glaube, ich bin der Einzige, der das riecht. Kann das sein, dass du riechst auch, ne? Ja, okay. Also entweder ist er ein Freund von mir oder er riecht es wirklich. Also ich riech's auf jeden Fall. So, und das ist hier der abgesperrte Bereich. Hier dürfen wir eigentlich nicht rein. Aber ihr seid ja heute mit mir als Führer dabei. Und schaut euch das mal an. Also, riecht ihr das immer noch nicht? Überlegt mal, das ist die Marauder 2. Voll Power gerade. Mehr geht nicht. Und trotzdem. Er hat auch schon hier eine. Ja. Ja, weil da Ende ist. Da ist der Eingang. Ja, ja, das ist die komplette Anlage. Schaut euch mal an, hier wurde wirklich alles rausgearbeitet. Komplette Metall. Bauwerk
Das ist eine gute Frage. Laut Wikipedia gibt es das gar nicht mehr, das Objekt. Deswegen. Ein Kilometer oder so, geh mal rein. Ja, das war aber auch immer noch kein Kilometer. So, Leute, wir gehen jetzt in den offiziellen Teil. Vielen Dank. Und schaut euch das mal an. Unfassbar. So, wie ist dein erster Eindruck? Mega. Ich sehe das Ende nicht. Das Ende ist nah, Leute. Ich weiß. Das Ende ist nah. Und darf ich dir mal was zeigen? Guck mal hier. Du bist ja auch immer, nicht im Pinene, auch immer große Sachen, ne? Schau mal hier, die Flansche. Aber da war was Dickes dran. So, wir gehen jetzt da runter. So, da kommen wir jetzt her. Da könnte man theoretisch rein. Leute, und hier könnte man theoretisch auch rein. Wir gehen aber hier noch ein bisschen weiter geradeaus. Angeblich soll die Anlage 18 Kilometer lang sein. Das schaffen wir heute natürlich nicht. Wir sind nämlich nicht richtig vorbereitet. Das war nämlich Zufall. Oh, auch wieder hier ein Lager. So. Wie komme ich jetzt hier rüber? Trockenen Fußes. Am besten hier. Ja, sehr gut. Das möchte ich euch zeigen. Wir haben hier gerade die Zwischengänge gesehen. Und das sind die. Wir kommen also hier bequem in diese Gänge. Und da gibt es noch eine untere Etage. Wahrscheinlich war das für die Kabel oder für den Versorgungsschacht. Hört sich gerade an, als ob da einer mit der Watthose durchläuft. Mit dem Boot, ist geil. So, wir gehen weiter. Leute, ihr müsst euch einfach mal die Dimensionen vorstellen. Da war der ABC-Filter untergebracht. Und schaut euch mal an, wie groß einfach das Ding ist. Das bedeutet, hier auf diesem gesamten Gelände stand der Luftfilter, der ABC-Luftfilter. Zu Hause nach. Wir machen das, damit ihr das nicht machen müsst. Jeder, der mir schon ein bisschen länger vorgemacht hat, weiß, dass ich eigentlich gar nicht sportlich bin, aber ich bin eigentlich sportlich. Ich bin die ganze Zeit krank. Nicht dein Ernst. Wasserspeicher. Weißt du, was hier ein Kupfer war früher, was sie hier rausgeholt haben? Ganz vergessen, dass wir noch ein, zwei Seitentunnel uns anschauen wollen. Da gab es ja noch die ein oder anderen Gänge. Die werden wir uns jetzt anschauen. Schaut euch mal das Größenverhältnis an. Toni ist bestimmt 1,80. Und da fehlen nach oben noch mal 6 Tonis. Mädels klar. So, wir schicken unsere Vorhut erstmal vor. Nicht zu verwechseln mit unserer Vorhaut. So, er steht auf jeden Fall schon mal im Wasser, der junge Mann. Und das ist der Blick rückwärtig in die Anlage.
Hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, gut hochzukommen. Handschuhe werden aber auf jeden Fall angebracht. Wir werden nicht ganz sauber heute nach Hause gehen. Und der junge Mann ist auf der gegenüberliegenden Seite. Boah, das werden wir uns direkt anschauen. Wasser ziemlich hoch. Aber es gibt Trick 17. Nee, Trick 17 hilft nicht. Trick 17 hat nicht geholfen. Jetzt sind die Schuhe nass. Jetzt fragen, lohnt sich's? Ja? Also sollen wir gehen? Also ein richtig langer Gang. Mädels! Man wird nass, aber es ist ein riesig langer Gang. Kommt ihr? Okay. Schaut euch das mal an, Leute. Warte, ist mich kurz weggerutscht. Meine Schuhe sind schon nass, also von daher ist es egal. Meine sind wasserdicht. Schaut euch das mal an. Einfach ein ultimativ langer Gang. Pass auf jetzt. Krass. Nein. Schaut euch das an, Leute. Seht ihr das? Boah, ich glaube, da müssen wir gleich lang, oder? So, aber wir gehen jetzt erstmal hier. Auch nicht. Oh. Klar. I am back, my friend. Unvorstellbar. Wo er recht hat, hat er recht. Oh, Ferens. Oh. Knackig, ne? Aber warum habt ihr so lange gebraucht? Er wollte den Moment geben. Ja. Verletz dich nicht, sonst muss ich den Mund zum Mund beatmen geben. Wir sind die Naked Foot. Achso. Wir sind die Undercover Urex. Ja. Schaut euch mal hier das Zeug an. Die Jogger und Wanderer. Und auch hier wieder. Und hier ist der Speise. Der Blasesaal. Nee, Speisesaal. Speisesaal, ne? Blasisch. Blasisch. Schaut euch das mal an, riesengroß. Ja. Das riecht aber Schwefel oder so. Das riecht nach Schwefel oder so. War die schon da hinten? Nein. Wollen wir hingehen? Klar. Geh mal, wenn du gleich umfällst, dann bleiben wir da. Dann nimm du Lisa. Du bist der Einzige, dem ich Lisa anvertrauen würde. Also hier, das sollte damals oder war damals der Speisebereich. Und dieser Abgang, den hat man gerade gar nicht gesehen. Oh, krass. So, und ganz am Anfang haben wir so einen fauligen Geruch, wahrscheinlich Schwefel oder so gerochen. Aber hier ist davon nichts mehr zu riechen. Krass, da ist sogar eine Leiter. Zwei Händen frei. Olli, lohnt sich? Was? Weiß ich nicht, hilf mir mal raus. Komm her. Warte. Warte. Oh. So. Nee, das ist ja die Küche. Leute,
Schaut euch das mal an. Das sieht aus wie ein Periskop oder so. Also, das ist ja mal spannend. Also, sie sehen ein bisschen so aus wie die Sachen, die wir aus der Maginot-Linie kennen. Alter, hoch mit dir. Kommt! Kommt! Kommt schnell! Klar. Mach ich gleich nochmal. Leute, da müssen wir jetzt hoch. Schaut doch, das ist niemals damals die Küche gewesen, die ist vielleicht jetzt als Küche geplant. Aber schaut euch doch mal diesen Verschluss an. Das ist ja ultimativ. Und es geht hier sogar noch weiter. Nein. Kommt! Ihr müsst kommen. Alter. Ultimativ. Macht dein TikTok. Krass. Alter, wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir hier gelandet? Mega. So. Mein Gott. Kommen die? Komm, Olli, wir gehen schon mal weiter. Heftig. Sauerstoff wird auch schlechter. So. Gehen wir erstmal zurück und warten auf das Sauerstoffmessgerät, weil der Sauerstoff wird schlechter. So Leute, ihr seht jetzt bestimmt schon 200 Meter diesen Gang hochgelaufen, 2 Meter. Und es nimmt kein Ende. Ja. Hey Mann. Nein. Guck mal. Alter. Ich komme vor wie bei Karstadt. Rolltreppen hoch in die 5. Etage. Seht ihr das? Da ist das Ende. Nein. Und es wird immer steiler. Schaut euch das an, Leute. Dafür haben wir diesen Gewaltmarsch auf uns genommen. Oh. Oh. Bewetterung. Eine Bewetterung. Notausgang. Ist ja egal. Puh. Leute, das war ein Satz mit X. Satz mit X. X? Ja, X. Und? Hat sich gelohnt? Zurück, Leute. Guck doch selber. Na ja. Wenn er Olli heißt. Mach die Siegerpose. Ja. Da sind die Loser. Der geht da wirklich rein, nicht da rein. Warum?
Jetzt geh! Und? Eine Riesenwürfe, die nach unten geht. Trinkwasser. Du siehst nichts, einfach nur. Ist die Leiter oder ohne? Ohne. Hast du ein Video gemacht? Nein, das sind 2 Meter. Ich hab unten festgeschrieben. Genau. Wo der Benni nicht rein kann. Eine kleine Vorrichtung da oben, ne? Ja, da oben. Der Mechanik. Meine Lampe. So Leute, da kommen wir her. Hier ist überall Rostablagerung. Und schaut mal hier. Hier sehen wir noch die komplette Bewehrung. Und auch hier geht wieder eine Treppe hoch. Mal schauen, ob wir hier das schaffen, hier lang zu gehen. Ich möchte nicht in diesem Wasser landen. Aber das sieht gut aus. Ja, geschafft. Und schaut mal hier, das ist alles noch top in Schuss. Und hier sind wir auch wieder dieses komische Periskop. Und hier steht Wasser, Grundwasser drin, glasklar. Wunderschön. Und hier geht es natürlich wieder hoch. Sogar mit 2 Treppen. Aber das sparen wir uns jetzt, das wird nur eine Wiederholung sein. So Leute, an dieser Stelle mussten wir jetzt leider abbrechen, weil wir keine Chance gesehen haben, hier durch das Wasser zu kommen. Wir werden jetzt gemeinsam die 6 Kilometer zurücklaufen. Und ich will nochmal die Gelegenheit nutzen, um euch zu danken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr immer meine Videos verfolgt, dass ihr fleißig kommentiert. Und an dieser Stelle bin ich raus, euer Random Life. Aber nicht, bevor ich euch nicht noch ein paar Sequenzen des Rückweges zeige. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Wir sind bis jetzt alle kerngesund, haben eine Menge erlebt und gesehen. Aber jetzt ist es Zeit, den Weg zurückzugehen. Das dauert ja auch ein bisschen. Also in Summe müssten wir dann 4 Stunden drin gewesen sein, 4,5 vielleicht. Mal gucken, was die Uhr sagt. Boah, meine Güte. So, ich mache jetzt die Kamera aus. Bis gleich.